frisch. Kalt? Im Sommer? Ja, wenn man da so stehen muss. Ich sehe dich schon seit einer Woche hier. Wo warst du denn vorher? Zu Hause. Zahlt sich besser aus, von zu Hause zu arbeiten? Sicher. Und? Wie viele Männer hast du am Tag gehabt? Wie bitte? Wenn du es nicht sagen wirst, sieh das doch. Ja, ich habe sowas vorher noch nie gemacht. So schaust du mir aber nicht aus. Aber bitte, wenn du nicht reden wirst, ist mir doch egal. Warum sollte ich dich anlügen? Weiß ich doch nicht. Fühle spüren da die Heiligen. Ich spiele keine Heilige. Sonst hätte ich den ganzen Tag in der Kirche vom Kreuz liegen. Du hast das leicht nicht. Naja, am Kreuz liege ich schon, aber halt nicht untertags. Also, für Anfängerin bist du ziemlich raffiniert. Naja, du aber auch. Weißt du, wie lange, dass ich das schon mache? Naja, du bist noch recht jung, also sicher nicht viel länger als ich. Also, du bringst mich echt zum Lachen. Na sag. Theoretisch bin ich im Puff geboren worden. Praktisch seit meinem 12. Lebensjahr. Echt? Ja, voll arm. Du, ich hab zwar nicht viel Geld, aber ich hab einen Fashion-Freund, der was mir alle Fetzen kauft, was ich will. Und einmal Jahr fliegen auf die Dominikanische. Also, was will man mehr? Ja, das habe ich nicht gemeint. Ja, was denn dann? Ja, dass deine Mama das auch gemacht hat. Du bist wirklich sehr naiv. Schon langsam fange ich an zum Glauben, dass du wirklich nicht von dem Gewerbe bist. Du sag, braucht man da sowas wie Gewerbeschein? Ich sag schon. Du hast dich da einfach so hergestellt? Ja. Also der Beschützer muss auch sehr naiv sein. Oder Anfänger. Beschützer? Habe ich keinen. Oh mein Gott! Na, das glaube ich nicht. Du bist mein Früchtchen. Was denn du so lang? 20. Ja, ich hab's ja eh gesagt, meiner Freundin. Was ist denn mit deiner Freundin? Ich bin ja kein Babysitter. Schau, ach, wenn der Alex nicht von dir ist, musst du mir mit ihm helfen. Du, wenn der Felix in der Arbeit ist, könnte ich auf den Alex aufpassen. Felix arbeitet immer. Ah, was? Du? Alter, schon in Pension? Ah, sehr lustig. Ich wurde gekündigt. Geschäftsauflösung. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst, aber als Kellner findest du sicher leicht wieder was. Na, so läuft das auch wieder nicht. Guten Stellen sind immer schon weg. Ja, und außerdem habe ich echt super verdient beim Dornberg. Ja, Arbeitslose kriegst du schon. Ja, es dauert noch. Und dazu haben wir mein Haus und der Wohnung recht hohe Fixkosten meist. Ja, apropos, wozu brauchen wir eigentlich ein Sommerhaus? Wir fahren doch eh immer ins Ausland auf Urlaub. Jetzt sei froh, dass ich es von meinen Eltern geerbt habe. Hallo. Ihr könntet das Haus vermieten. Ja, das will ich nicht. Weil der Ofen steht direkt beim Bett und braucht nur einer kurz nicht aufpassen und alles brennt ab. Ja, dein Getue um das Haus nervt echt wirklich. Ja, dir ist es vielleicht auch scheißegal. Aber jetzt, wo du keine Arbeit mehr hast, werden wir nicht mehr ins Ausland auf Urlaub fahren, sondern im Haus sein. Also sei lieber froh, dass wir es noch haben. In dem Mini-Haus komme ich mir vor wie in einem Käfig. Das brauche ich daher im Urlaub sicher nicht. Was soll die Streiterei? Ihr habt es doch gut. Im Sommer draußen im schönen Garten, im Winter hier in der Wohnung. Andere wären über eure Luxusprobleme glücklich. Ja, rasend vor Glück. Ich bin wirklich geschlafen. Gute Nacht, meine Liebe.
Julia, heute habe ich nur bis 11 Uhr Unterricht. Ist gut, dann richte ich dir das Mittagessen ein bisschen früher her, okay? Und gehst du mit mir danach neue Schuhe kaufen? Schatzi, kannst nicht die alten noch ein paar Wochen tragen? Julia, die sind mir schon zu klein. Du hast mir neue versprochen. Ja, stimmt. Gleich morgen gehen wir dir neue kaufen, okay? Aber die, die ich will. Das heißt, mir ist alles wurscht. Du hast genug Klamotten im Schrank und deine anderen Weiber sollen, die geben mir nichts an. Um Mann geht's ja gar nicht. Es geht um unsere Existenz. Unsere Existenz? Als ob wir nichts zum Essen hätten. Komm schon, geh so gut wie leer. Und der Alex braucht so dringend neue Schuhe. Ah ja? Und was hast du mit dem ganzen Geld gemacht, das ich dir gegeben habe? Geld? Was für Geld? Die paar Euro für den Haushalt? Ich kenn dich doch. Du hast sicher was gespart. Da? Und? Meinst du, ich hab Millionen auf der Bank, oder was? Ja, zynisch und deppert, das warst du nicht mehr. Weißt du, mich jetzt weiter nicht beleidigst, dann kannst du gleich deine Sachen packen und gehen. Ich? Das ist immer noch meine Wohnung, oder hast du schon vergessen? Aber die Möbel sind von meiner Mama! Ja, dann hau ab mit deinen scheiß Möbel von deiner scheiß Mama! Du, Jacqueline, kannst mir heute 100 Euro borgen, falls ich wieder nichts verdiene. Du magst so Scherze, oder? Nein, ich mein's ernst. Du kriegst es auch sicher wieder zurück. Vertraust mir nicht. Das hat mit Vertrauen nichts zu tun. Du verdienst halt immer so gut und ich brauch nur 100 Euro. Was glaubst du, was mein Freund von mir nimmt? Und die Steuern, die Krankenkasse und die Untersuchungen jede Woche muss ich auch zahlen, sonst... Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Scheiße, die Kiefer! Länger schwarz da stehst, wie die früher oder später die Sittenwolle zu erwischen. Dann sollst du fette Verwaltung gestraft. Was soll ich jetzt machen? Hey, registrieren musst du. Dann kriegst du einen Deckel und dann hast du Ruhe. Was für ein Deckel? Das heißt jetzt neue Selbstständigkeit. Dafür musst du beim Magistrat registrieren lassen. Das heißt 16 Euro, bekommst du Kontrollkarten. Mit der machst du dann deine Untersuchungen. Und dann musst du ihn aber der Krankenkasse und beim Finanzamt melden. Und wenn du dann unter 10.000 Euro verdienst, sollst du dann ca. 730 Euro im Jahr in Steuern. Ja, und wenn du drüber bist, wächst natürlich mehr. Mein Gott, das kann ich nicht alles machen. Ja, wieso nicht? So schlimm ist das nicht. Ja, ich bin verheiratet und habe ein Kind. Der schickt dich auf die Straßen? Ja, natürlich nicht, der weiß nichts davon. Ja, warum sagst du es ihm nicht? Da ist doch nichts dabei. Am Ende wird der Mann auch froh drüber sein, oder? Du kennst meinen Mann nicht.
Kannst du mir nicht gern vorstellen? Ich wollte immer schon mal einen anständigen Mann kennenlernen. Du nimmst nicht persönlich, aber da würde ich mich lieber gleich erschießen. Hey. Und zum Geld ausleihen bin ich gut genug, oder wie? Immerhin stehre ich zu dem, was ich tue. Ich wollte dich nicht beleidigen. Entschuldigung, ich hab's echt nicht so gemeint. Hast du einen Liebhaber? Okay. Meiner Freundin Karin geht's immer schlechter. Ich helfe ihr im Haushalt. Bis 1 Uhr früh. Ja, die Heimhelferin kommt nur am Vormittag. Gerade beim Schlafen gehen braucht sie halt Hilfe. Vom 22 zu uns war ich eh voll schnell. Und zahlst du dir wenigstens was? Ja, kommt drauf an. Nicht wirklich viel. Es dreht sich halt nicht immer alles um Geld. Ja, okay. Entschuldigung. Ich war ein bisschen gereizt. Ist okay. Komm gleich. Okay, komm dann schlafen. Pass auf, Schatzl. Jetzt am Monatsbeginn kommen meine Stammkunden. Und wenn du zu denen springst, gibt's Watschen. Ja, ich tue eh nichts, was dir nicht recht ist. Aber bitte lass mich auch einmal was verdienen. Ich bin total pleite und jetzt muss ich auch noch Schuhe für meinen Sohn kaufen. Was glaubst du, was ich muss? Ich reiß mir deinen Arsch auf und du musst Schuhe für deinen Sohn kaufen. Wenn ich dich störe, dann gehe ich halt woanders hin. Na, kannst du eh ruhig bleiben. Oh, bitte, heute Goschen, ja? Ich heute Gequatsche schon immer aus. Echt? Entschuldigung, dass ich meine Voranmeldung hereinschneide. Ich war in der Nähe. Mann, du kommst wie gerufen. Ich sag ja, dafür habe ich den 7. Sinn. Wo ist Julia? Die hilft ihrer Freundin Karin. Kennst du die? Nicht, dass ich wüsste. Warum braucht die Hilfe? Ja, soviel ich weiß, hat sie MS und geht mit Krücken. Weiß schon, Weiber, ne? Naja, und am Abend kommt halt keine Pflegerin mehr und... Wenn man helfen kann, ist man besser dran. Ja, hast du recht. Vor allem, wenn man dafür Kohle bekommt, ne? Wer weiß, was uns noch erwartet. Ja, sie gibt ja eh was ab. In der Pflegestufe, 3 sogar. Naja, nicht schlecht. Und du passt auf Alexander auf. Ja, weißt... Jeder andere 13-Jährige könnte schon allein daheim bleiben, aber Autisten werden nie wirklich selbstständig. Ja, die Julia, die hat ihn auch noch zu sehr verwöhnt. Naja, die Mutterliebe, erzähl mir nichts. Und hast dich schon wo beworben? Jetzt fang du mich da auch noch damit an. Der Mensch muss sich auch mal erholen. Naja, wenn man die Arbeit nicht nötig hat. Klugscheißer. Nicht jeder hat reiche Eltern. Apropos erholen.
Ich hätte noch einen Weg zu erledigen. Oh, könntest du auf den Alex aufpassen dabei? Ja, wenn es nicht zu lang dauert, okay. Nur, dass ich die letzte U-Bahn erwische. Ja, ja, sicher. Kein Problem. Danke, Mann. Musst du heute Abend wieder zu Karin? Manfred kommt vorbei. Ja, ich habe sie versprochen. Weißt du, tut mir so leid mit ihren Krücken und so. Na toll. Ich habe halt gehofft, dass du vielleicht... Was? Dass ich wegen deinem Bruder alles liegen und stehen lasse? Überhaupt nicht. Es ist mir so, dass ich mir von ihm Geld borgen muss. Für uns zwei. Und du glaubst, das funktioniert besser, wenn ich ihm schöne Augen mache? Das nicht, aber... Ich meine, es geht ja auch um dich und... Vertraut dir halt mehr als mir. Dein eigener Bruder. Entschuldigung, Halbbruder. Also wenn er mir heute nichts gibt, dann kann ich dir das Monat wieder nichts geben für den Haushalt. Um das geht's. Ja, verstehe, aber ich krieg eh von der Karin auch ein bisschen ein Geld. Nicht viel, aber ein bisschen was schon. Könntest du ruhig ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Ja, das hast du eh recht, Entschuldigung. Aber du weißt ja nicht, wie das ist, wenn man plötzlich arbeitslos wird, ne? Ja, ist schon gut. Ich bin übrigens eh dahinter, wieder was zu finden. Ich habe sogar schon zwei Vorstellungstermine. Das sagst du mir jetzt? Ja, ich wollte dich überraschen. Ja, schöne Überraschung, wenn ich das gewusst hätte. Na ja, sicher suche ich. Dann würde ich nicht so oft zur Karin gehen. Der Alex braucht mich doch genauso. Aber Schatz, du machst schon das Richtige. Man muss Freunden helfen, selbst wenn man sich selber in Not befindet. Ja, hast du recht. Brüderchen, Brüderchen. Wo ist eigentlich die Julia? Bei Karin.
nicht die? Das ist eine Schulkollegin gewesen. Ja, die kann ich ja nicht alle kennen. Aber sag mal, ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier zum Essen eingeladen werde. Ja, schön wär's. Aber nicht nur, dass Julia kaum noch da ist und ich nicht kochen kann. Ich könnte ihr nicht einmal Geld zum Einkaufen geben. Ich kann ihr nur das anbieten. Buchsenhasen. Hast schon wieder Probleme, nicht wahr? Das ist eher eine Untertreibung. Brauchst Geld? Nein. Wie viel? Also, 5.000 würden mich, also uns, retten. 5.000? Ja, du, ich meine, ich bin seit erstem Mai arbeitslos und ich habe keine Ahnung, wann ich wieder einen Job bekomme. Die Julia, die habe ich immer verwöhnt, ich meine, das weißt du eh, und ich kann dir bald nicht mehr in die Augen schauen. Naja, wenn es so ernst ist und wenn es für die Julia ist, dann leihst du halt. Ein bisschen mehr. Scheiß drauf. Gott, danke. Ich hab gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Naja, schon gut. Ich hab ja nur euch. Und außerdem, wenn ich verheiratet wäre, würde ich jetzt auch so tief in der Scheiße stecken wie du. Kann auch ohne Familie in der Scheiße sitzen. Du, Alex, Zeit zum Schlafen gehen, ne? Ja. Gute Nacht. Na, wie wär's mit uns? 50 Euro Full Service. Bist du allein, mein Schätzchen? Eine Kollegin arbeitet gerade. Volle da leicht nicht. Das nicht, aber vielleicht ist die andere billiger als du. Was glaubst du, wo du bist am Flohmarkt? Verschwind, du geiziger Hurenbock! Julia? Na, Julia! Blast 22er! Sicher nicht. Wie du meinst. Aber 5.000 können natürlich auch nicht jeden Tag brennen. Husch, husch, du Arschloch! Und sag mir, was für ein Loslang geht! Wir sehen uns noch, meine Damen! Danke, dass du den Depp verjagt hast. Verscheiß die Preise! Ist der schon bumsen? Nein! Und woher kennt er dann deinen Namen? Das ist mein Schwager. Scheiße. Du hast aber ein Pech.
schlafst noch nicht. Es wird immer später bei dir. Jetzt sei doch nicht böse. Letzte U-Bahn ist mir vor der Nase davon gefallen, bis dann der erste Nachtbus gekommen ist. Und kann Karin dir kein Taxi zahlen? Naja, Geld drücken kannst du halt auch nicht. Wie war's bei dir? Hat der Manfred was gegeben? Nein, leider hat er nicht. Dann kannst du ja eigentlich froh sein, dass ich auch manchmal länger bei der Karin bleibe. Heute hat es mir 100 Euro gegeben. Ist nicht viel, aber immerhin genug, um wieder einkaufen zu gehen. Okay. Entschuldige. Ich bin halt ein bisschen gereizt wegen Manfred. Du verstehst es hoffentlich. Das ist schon gut. Wir schlafen. Ich wasche das Geschirr. Ja, endlich. Entschuldige. Hat wieder mal Tag. Schon dachte, was passiert. Ja, das ist richtig, Doc. Was sagt nicht die Polizei? Doc, mein Freund hat es verhofft. Ich wollte noch abfahren können. Zuhälterei. Schlimmer. Dielen. Scheiße. Du verdammte Hure! Du hast meinen besten Freund angezeigt! Nix, Sammy, lass mich in Ruhe! Ob heute arbeitest du für mich, du Mistfisch! Lass uns sofort die Schakel in Ruhe und verschwinden! Steh da nicht ein, du geschissene Hure! Sie ist auf Besuch da! Was ist denn das da? Ein Touristenzentrum! Tratsch, ich kenn's aus bei eurer Mutter! Aber nicht da! Und wenn sie uns jetzt weiter beleidigen, dann ruf ich die Polizei! Hab ich mir damit war beleidigt? Ja, offensichtlich. Sie ist die Boutiquenbesitzerin, bei der ich mir gewohnt kauf. Ja. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Und ich komm morgen wieder und dann hast du ein paar Scheine für mich. Weil wenn du cool hast für die Fetzen, kann sich das immer leisten, also schöpfen. Meine Güte, du hast aber auch ein Pech. Du musst über die aufnehmen. Zumindest bis zur Verhandlung von meinem Freund. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch! Zurück in die Wohnung kann ich nicht. Und da? Siehst du nicht, was gerade passiert? Ich bin ja echt total geschockt, aber ich kann dich nicht bei mir unterbringen. Dann lass dir besser was einfallen, wenn du es mir jetzt nicht hilfst. Du weißt schon, dass ich deinen Freund erstecken kann, womit du eigentlich dein Geld verdienst. Ich lasse mich von dir sicher nicht erpressen, Jacqueline. Wie du willst. Ich hab dir bloß um einen Gefallen beten und dich gewarnt. Diese Geheimnisse sind sehr schlecht für mich behalten kann. Und besonders dann, wenn mir wer einen Stich lässt. Leg ja eh. Aber so kannst du mal gar nicht bei mir aufkreuzen. In den Rucksack. Ich weiß, was ich noch mitnehmen hab können. Lass einmal schauen. Warte, ich seh nichts. Das wird gehen. Der ist zur Not. Ich werde meinem Mann halt sagen, dass du die neue Babysitterin bist für den Alex und am Abend arbeitest halt irgendwo als Kellnerin. Okay. Danke. Ich hab gewusst, dass du ein Schatz bist.
Hey! Hey, wo hast du dich aufgegabelt? Geh, lass mich noch 5 Minuten. Wach auf, Julia! Ich meine, du bringst jemanden in meine Wohnung mit, als ob es ein Stück Kuchen wäre. Findest du sie süß? Wer ist das, Julia? Das ist Jacqueline. Das ist ein Kindermädel von Alex. Sie hat beschwert, dass die immer auf ihn aufpassen muss. Sag mal, bist du noch bei Sinnen? Ich meine, wie willst du sie bezahlen? Die nimmt kein Geld. Ach so? Was nimmt sie sonst? Schmuck und Wertgegenstände? Ja, weil wir so viel davon rumliegen haben. Die hilft mir mit Alex und mit dem Haushalt und dafür kann sie bei uns wohnen, bis ihr Studium fertig wird. Also ich meine, dein Helferkomplex geht mir langsam zu weit. Und bald bringst du alle Obdachlosen ins Haus. Jetzt sei kein Unmensch. Ich weiß, dass dir gefällt. Außerdem habe ich ihr versprochen, dass bleiben kann. Mir scheint, ich habe ihr überhaupt nichts mehr zum Sagen. Erwart aber nicht, dass ich die auch noch durchfütter, ja? Ja, brauch's doch nicht. In der Nacht arbeitet sie auch noch als Kellnerin. Kann für ihr Essen selber zahlen. So viel Arbeit und kein Geld für eine Wohnung. Komisch, ne? Sie hätte woanders eh unterkommen können, aber ich wollte, dass bei uns ist. Aber bitte, wenn du weiter gern Babysitter spielst, haus raus. Mach, was du willst. Was willst du hier? Darf ich nicht meinen Bruder besuchen? Er ist nicht da. Kleiner, das ist dir ja nur recht so, oder? Felix? Ich lasse mich von dir sicher nicht erpressen, dass ich im Strich gelandet bin. Ich soll ein eure Schuld. Ach ja, jetzt ist es meine Schuld. Du hast mich lang genug an der Nase herumgeführt. Und glaubst, jetzt geht's so weiter mit dem Felix? Ach, da schau her. Der ganze Gürtel ist da. Und ich schmeiß dich raus. Ohohoho. Hast ja viel von dir gelernt, was? Mit ihr kannst du machen. Bist du Sekmat oder was? Das werdet ihr noch bereuen. Ihr werdet schon sehen. Verdammten Huren! Ihr hinterfotzigen Dreckschoppen! Mein Gott. Wer weiß, was der jetzt wieder aufführen wird. Keine Angst. Ist wieder alles wieder gut. Ich weiß nicht. Na, da haben wir ja heute die ganze Familie beisammen, ne? Ah. Oh, schön, dass ich auch schon zur Familie gehöre. So, bitte für dich. Dankeschön. Moment. So. Ups. Hab dich lieb, Tante Jacqueline. Alex, ich weiß nicht, ob es der Jacqueline recht ist, dass du zur Tante sagst. Aber sicher doch. Passt schon. Und ich? Darf ich auch Tante zu dir sagen? Also für dich bin ich Madame Pompadour. Endlich jemand mit Humor. Heute gehen wir dir endlich neue Schuhe kaufen, Alex, gell? Danke, Julia. Bis nach der Schule. Ciao. Ciao. Bye. Also Julia, ich gehe dann mit dir mit nachher, weil irgendwie muss ich mich revanchieren. Also die Schuhe zahle ich. Okay, Jacqueline, das ist doch echt nicht nötig. Doch, doch, das mache ich wirklich gern. Wirklich. Danke.
meinem Sohn Schuhe kaufst, hätte ich echt nicht erwartet. Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass du mich in deine Wohnung aufnimmst. Julia, du hast mir heute versprochen, mit der Lilliputbahn zu fahren. Ja, schon, aber heute nicht. Heute sind wir mit Tante Jacqueline unterwegs. Ja, aber warum nicht? Wir haben doch den ganzen Tag frei. Du bist lieb, Tante Jacqueline. Du verwöhnst mir den Alex noch zu viel. Glaub mir, Julia, man soll sie verwöhnen. Wenn meine Mutter mich mehr verwöhnt hätte, würde ich jetzt bestimmt ein besseres Leben führen. Ja, vielleicht hast du eh recht. Aber meine Mama hat mich nicht verwöhnt und ich führe ein relativ gutes Leben. Bist witzig. Ich soll vergessen, was du in der Nacht machst. Das ist ja wirklich nur eine Übergangslösung. Sobald der Felix eine Arbeit hat, mache ich das sicher nicht mehr. Da sage ich nur viel Glück dafür. Julia? Ja, kennen wir uns? Erkennst du den alten Spitzbuben nicht? Ehrlich gesagt, nein. An der Abendschule habe ich dich immer an den Haaren gezogen. Ja, Marcel, ich hätte dich echt nicht mehr erkannt. Naja, gestern war das nett. Aber du hast dich überhaupt nicht verändert. Wie lange ist das jetzt her? 12 Jahre. Wie die Zeit vergeht. Was machst du so? Willst du mir zuerst deine Geschwister vorstellen? Das sind doch nicht meine Geschwister, das ist meine Freundin Jacqueline, mein Sohn Alexander. Hallo, Marcel. Hallo. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass du schon geheiratet hast. 10 Jahre schon. Und du? Oh, Verzeihung, habe ich nicht vorgestellt. Christopher, mein Freund. Hallo. Hallo. Freut mich. Hallo. 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 Eine so hübsche Frau kennenzulernen, ist immer ein Vergnügen. So hässlich bist du auch nicht. Sonst würde ich dich hier nicht wollen, oder? Seid ihr zusammen? Wir wohnen zusammen. In einer WG? Ich habe ein Haus in Pressbaum. Ein Pressbaum? Ja, das ist ganz in der Nähe von mir. Nein. Ja. Kleinste Welt. Und doch treffen wir uns ausgerechnet hier in Prater nach so vielen Jahren? Es ist nur ein ganz kleines Sommerhaus in Eichgraben und wir sind wirklich ganz selten dort. Wir wohnen in Wien. Alexander geht ja dort schließlich zur Schule. In Wien habe ich auch eine kleine Eigentumswohnung, nur 90 Quadratmeter, aber für uns genügt's. Klein? Na, nicht schlecht. Hätte ich dir gar nicht zutraut. Ich habe dich immer für eine konservative Spaßbremse gehalten. Das glaube ich nicht. Wer so hübsch ist, den liebt die Liebe. Und besser eine Dreierbeziehung als gar keine. Julia, fahren wir endlich mit der Lilliputbahn. Ja, ich hab's dir ja versprochen. Wir müssen jetzt weiter, aber es hat mich wirklich sehr gefreut. Vielleicht sehen wir uns mal wieder? Ja, ruft mich an, wenn ihr zum vierten Mal was unternehmen wollt. Ja, meldet es euch wirklich, wenn ihr in der Nähe seid. Dann können wir zusammen kochen und ihr könnt auch bei mir übernachten. Also das Haus ist groß genug, 800 Quadratmeter. Wow, hast du im Lotto gewonnen? Nein, das Haus gehört meinen Eltern und ich wohne halt seit meiner Kindheit dort. Ja, und im Keller gibt es eine riesige Spielzeugeisenbahn. Da ist der Alexander auch herzlich willkommen. Julia, fahren wir dorthin? Ja, der Marcel hat halt immer Glück gehabt. Ja, ich bin auch tüchtig. Na gut, ciao, ciao. Hübschen. Tschüss. Tschüss. Lust auf ein Eis? Ja, Mama. Ja, Mama! Seit wann habe ich dich denn adoptiert? Das war letzten Montag, glaube ich. Ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal Eis gegessen habe.
schlägst du nicht jeden Tag? Gebiete. Wo wart ihr so lang? Ich meine, ich habe extra für euch gekocht. Ja, wir haben im Prater die Zeit vergessen. Habe ich nicht wissen können, dass du kochst. Ist das was Besonderes? Felix hat noch nie gekocht. Ich habe schon mal gekocht. Nicht wahr, Julia? Ja, stimmt, Alex. Komm, geh mal an den Tisch, ja? Mhm. Wenn ich nichts mache, bist du nicht zufrieden. Und wenn ich mal mithelfe, dann passt sie auch nicht. Das ist echt schlecht, schwer ist es recht zu machen. Aber die Julia lobt dich doch immer. Ja, ich finde es ja eh super, dass du schon gekocht hast. Es riecht echt lecker. So. So. Mehr? Geht schon, danke. So. Beste Soße. Ganz viel. So. Bitteschön. Danke. Für dich auch. So. Und die Soße ganz wenig. Na geh, schaut doch gut aus. So. Ja? Ja. Okay. So. Und Salz und Pfeffer. Bring ich gleich. Spaghetti gibt es höchstens in Italien. Ha, dann fahren wir dort. So. Ja, auch für mich ganz wenig, bitte. Bitte. Okay. Heute kann es bei der Karin ein bisschen später werden, gell? Ja, ja, ist gut. Ich komme mit Alex schon allein zu euch. Hm? Ja. Mahlzeit. So, Salz und Pfeffer. Christian Seid ist der Vater. Stiefvater. Ja, aber ich glaube, der Alex ist sehr zufrieden mit mir, oder? Ja. So. Da, schau dir das an. Ganz so. Na, Lust auf mich und eine böse Hausfrau? Ach, gut, genau, ich muss auch noch zu meiner Freundin noch, ey. Sorry. Verplapper dich ja nicht. Ja, keine Angst. Ja, das sagt sich leicht. Ich habe was zu verlieren, du nicht. Ja, ich habe noch nie was gehabt. Du könntest ruhig ein bisschen dankbarer sein für meine Hilfe. Ja, bin ich eh, aber ich habe Angst. Bitte, geh du heute ein bisschen früher heim. Ich bleib da, dass er nichts merkt, ja? Bitte. Okay. Wie du meinst. Ja. Ach so, du bist. Verzeihung. Hey, hey, hey. Das kann ich nicht machen. Du bist gleich impotent. Ich
kommst du auf die Idee? Also wann? Ja, aber wenn Julia kommt. So schnell wird das schon nicht kommen. Da fühle ich mich wie neu geboren. Ich auch. Ich habe das Gefühl, dass heute mein Tag ist. Die nehmen mich sicher auf. Kannst du dir gut vorstellen? Mhm. Sogar bei einem besseren Lokal als mein altes war. Davon hast du mir gar nichts erzählt. Ich wollte wohl nichts verschreien. Jacqueline hat mich durchschaut. Ja, du bist doch wie ein offenes Buch. Hast doch gesehen, wie er ist. Wie ein Elefant.
Was ist, ihr seid noch nicht angezogen? Ja, wir haben zu tun gehabt, weißt? Deine Hemden bügeln sich nicht von allein. Die Julia ist eine super Hausfrau. Ja, ja, sehr super. Wo ist denn eigentlich der Alex? Der Michael hat ihn abgeholt, wir sind noch im Kino. Wie ist es mit dir dann? Hast du Arbeit gekriegt? Ja, vorerst auf Probe, aber es geht heute Abend schon los. Ich hab's also eilig. Hey, super, das ist doch fantastisch. Ich werde der Karin absagen, das müssen wir feiern, wenn du zurückkommst. Ja, das wäre nett, aber irgendwie will ich nicht, dass die Karin darunter leidet. Könnte die Jacqueline das vielleicht übernehmen? Nein, kommt nicht in Frage. Ich meine, nichts gegen Alex, aber ich liebe meinen Beruf. Ja, vielleicht kann ich dann Michael ein bisschen länger nehmen. Die Karin kommt sicher einen Abend ohne mich zurecht und ich glaube das schon. Aber jetzt beeil dich. Du bist ein Schatz, wo ist eigentlich mein Handy? Vorzimmer. Okay, super, danke. Schau, Jacqueline, gefällt dir da was? Ich hab das alles nicht einmal angehabt. Alles ganz neu. Das ist ja voll schön. Wer magst du das haben? Das willst du mir wirklich schenken? Na klar. Mir ist der gefällt. Danke. Ja. Ich will nicht, dass du weiter am Strich gehen musst. Hey, ich glaube, du hast mich nicht ganz richtig verstanden. Ich liebe meinen Beruf. Das kann es doch nicht sein. Du bist so sensibel und leidenschaftlich und dann das harte Geschäft da draußen. Was weißt du schon von mir? Ich lebe, wie ich leben will. Das glaube ich nicht. Ich kenne dich besser, Jacqueline. Ich habe doch gesehen, wie es mit meinem Mann warst. Das war geschäftlich. Hat er dir zahlt? Nein, das nicht. Aber mit Männern ist das immer geschäftlich. Und mit Frauen? Ehrlich gesagt, bist du die Erste. Und bitte dreh jetzt nicht gleich durch. Aber ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Vielleicht hast du dich nur in mein Leben verliebt. Jacqueline, ich kann so nicht mehr lang weitermachen. Ich kann auf Dauer nicht so leben wie du. Aber ich glaube, ich liebe dich auch. Lass dich scheiden. Das geht nicht. Wieso nicht? Liebst du diesen Elefanten? Schon lange nicht mehr. Aber der Alex vergöttert ihn und es ist seine Wohnung. Wir können uns jede andere Wohnung mieten. Und der Alex ist glücklich, wo du bist. Weißt du? Du stellst dir alles so einfach vor. Man braucht Geld für alles. Verkauf dein Grundstück. In dem kleinen Sommerhaus kann man sowieso nicht leben. Das geht nicht. Das Haus hat meiner Mama gehört. Das würde das Herz brechen. Julia, fahren wir nach Eichgraben. Morgen beginnen schon die Ferien. Ein paar Tage musste ich schon noch gedulden. Der Papa hat gerade eine neue Arbeit gekriegt, da kann ich nicht gleich auf Urlaub fahren. Naja, wisst was? Fahrt sie doch schon einmal mit ihm vor und am Wochenende komme ich nach, ne? Das ist meine. So. Oh ja, also Garten mit Pool, das wäre schon was Feines. Und eigentlich habe ich noch ein paar Tage Urlaub frei. Was ist denn mit dir? Ja, ich eigentlich eh auch. Der Karin geht in letzter Zeit eh wieder besser. Da schafft sie sicher ein paar Tage ohne mich. Na bitte. Am Wochenende gehen wir dann Stammensee. Und Bären jagen. Genau.
Du musst aber schon um 6 Uhr früh aufstehen, gell? Von 7 bis 18 Uhr ist Bärenerkel ab. Dann gehen wir am Nachmittag die Brombeeren jagen. Aber am Nachmittag haben die Bären schon alle Schwammerl aufgegessen. Genau, also entweder ganz in der Früh oder gar nicht. Der Alex wird schon rechtzeitig aufstehen, stimmt's? Ja. Na bitte. Außerdem liebt er Schwammerlsuppe genauso wie ich. So. Was? Und Schwammerl und Brombeeren. Pass nur auf, dass du keinen Giftigen erwischt. Frag mich bitte gleich, wenn du was findest. Ja, ja, gut, Julia. Super. Ah, Vorsicht, Jacqueline, die sind giftiger da. Wir schmeißen lieber gleich weg. Pfui. Weg damit. Gut, dass sich du auskennst. Ich glaube, ich war heute zum ersten Mal im Wald. Hast du die Suppe gekocht, Jacqueline? Zusammen mit der Julia. Schmeckt super. Schmeckt sehr gut. Also wenn ich vor dem Tod einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir genau die Suppe wünschen. Felix, du übertreibst mal wieder maßlos, aber wir freuen uns natürlich, dass es dir schmeckt. Verdammt. Meine Arbeitskollegin hat sich krank gemeldet. Ich muss sofort nach Wien fahren. Ja, ich komme mit. Was? Du lässt mich wieder mit dem Alex allein? Ich meine, ich kann sie auch begleiten. Nein, ich komme schon allein zurecht. Ich grabe mir sein Labyrinth, meine Liebe. Wir sind nicht in Wien. Außerdem habe ich vergessen, die Luna zu füttern. Ich habe zwar Trockenfutter dagelassen, aber das mag's nicht. Also, ich komme mit und morgen früh sind wir gleich wieder da. Wenn ihr morgen früh wieder da seid, ist es okay. Manfred wollte eh noch vorbeikommen später. Weißt du, was mich an dir ärgert, Felix? Dass ich alles immer in allerletzter Sekunde erfahre. Ich hab's wirklich eilig. Also, Julia, wenn's mitkommen willst, bitte. Ja, früher hast du meine Überraschungen gemacht. Ciao. Bis morgen. Ciao. Was ist denn passiert? Mein bester Kunde kommt. Und ich hab schon gedacht, das ist wieder was Ernstes. Ich nehme meine Arbeit ernst. Das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen, verstehst du? Ja, ja, eh. Aber nein, gehst du nicht. Ich komm mit. Hallo. Bist du ja endlich? Wo ist die Julia? Du hast die beiden gerade verpasst. Die beiden?
Ja, Jacqueline musste nach Wien und die Julia ist mitgefahren. Sind die immer noch zusammen? Wie bitte? Ja. So wollte ich das natürlich nicht ausdrücken. Egal. Und wie geht's dir? Keine Frauen, kein Essen, wie? Naja, diesbezüglich haben wir eh Glück gehabt. Die beiden haben gekocht, bevor sie weg sind. Von der Suppe ist eh noch was da. Ich schwöre das auf, ha? Hm? Ja. Papa, ich mach das. Okay. Super. Der nennt dich Papa? Ja, wie soll er mich sonst nennen? Onkel? Seinen leiblichen Vater kennt er ja nicht einmal. Ja, bitte, Onkel Manfred. Brav. Danke, Alex. Und? Schmeckt's? Also, ich war begeistert. Ein bisschen bitter vielleicht. Aber sonst ganz gut. Na, vielleicht das kaputte Zähne. So wie ich. Schon möglich. Erzähl mal, wie läuft's denn bei dir? Du Felix. Und Magen bitter. Wieso, was ist los? Mir geht's nicht gut. Hast du noch Hunger? Ich hab Krämpfe. Hast du noch Hunger? Etwas Suppe ist noch da. Ja, bring sie dem Monkey. Hier bitte, Onkel Manfred. Hast du zu viele Biere gesoffen? Hey, Manfred. Hallo. Der ist tot? Setz dich erst einmal hin. Ist was passiert? Das kann man so sagen. Den Felix haben sie um 6 in der Früh verhaftet, wie du noch geschlafen hast. Was? Verhaftet? Warum verhaftet? Die glauben, der hat den Manfred vergiftet. Und jetzt halt dich fest mit der Schwammerlsuppe, die wir gekocht haben. Was? Nein, das kann nicht sein. Ich meine, wir haben doch alle von der Suppe gegessen. Die Polizei sagt, die Suppe war im Labor und da waren Giftpilze drin. Ist dir irgendwie schlecht gewesen? Nein. Und den Giftpilz, das du entdeckt hast, den habe ich doch weggeschmissen. Das habe ich Ihnen auch gesagt, aber im Mistkübel war nichts. Glaubst du, dass der Felix seinen Bruder absichtlich vergiftet hat? Thank you.
Hi. Hi. Na, Schätzchen, hab gehört, dass du einen aufgenagelt hast. Wenn schon, lass du sie in Ruhe. Du hältst dich da raus, du Schlampe. Wenn du noch einmal den Mund aufmachst, dann wirst du echt ein Problem mit mir kriegen. Was machst du dann, du? Du Rotzfresserin, Gelogene! Sag das nochmal! Rotzfresserin, Gelogene! Jetzt hört's auf! Wir sitzen doch alle im gleichen Boot, oder nicht? Diese Gelogene hat angefangen, nicht ich. Weil du mich ständig provozierst. Wenn dir unsere Gesellschaft auf die Nerven geht, dann hau doch ab. Ich bin ewig, als du Gelogene sagen kannst. Da würdest du dich anschauen, wenn ich davon brause mit fetten Porsche. Wieso? Ihr Schatz hat dir einen Heiratsantrag gemacht. Was ist da zum Lachen? Naja, ist ja nicht so, dass sie nicht jede Woche einen in uns verliebt, oder? Pass einmal auf, ja, Schatzi. Hure bleibt Hure. Da wird vielleicht einer mit dir herumspielen und dann landest du eh wieder auf der Straße. Schau, niemand weiß, was kommt. Probier der Glück. Aber die Doris hat nicht ganz unrecht. Hat sie kein Recht. Mein Mische würde mich niemals verlassen. Du bist so naiv, Mädchen, ha? Es ist echt unpackbar. Wo lebst denn du auf dem Mond? Ja, sie hat eben ihre Träume. Da sind sie beide so verdorben. Ihr glaubt an nichts mehr. Niemals ans Liebe und Leidenschaft. Da täuscht ihr aber. Ich glaube schon an die Liebe, ja? Aber nur nicht an die Liebe zu einem Mann. Na, da schon her. Unser Stern hat sich für Weib entschieden. Doris, du bist so von Hass und Boshaftigkeit zerfressen. Mit dir würde es weder ein Mann noch eine Frau aushalten. Du hast wirklich große Probleme. Für die war es am gescheitersten, wenn du zu einem Arzt gehst. Der wird dir mal gescheit therapiert, ja? Ihr beide, ihr seid verdammt verrückt, okay? Wisst ihr eigentlich, was ihr da tut, ha? Ich brauche keinen Arzt, sondern mehr Kohle von den Arschlöchern, die mich pudern wollen, okay? Wisst ihr was? Ich geh heim. Lasst euch doch heute alle allein nicht pudern. Na? Das hat funktioniert? Du hast das etwa absichtlich gemacht? Was glaubst denn du? Ich bin eben eine gute Schauspielerin. Und wozu das Ganze? Weil heute noch zwei Kerle kommen, die viel Kohle haben. Der eine hat schon nachgefragt, ob Jacqueline und die Neue wieder dabei sind. Weißt du? Verdammt, jetzt ich verstehe dich. So anständig von dir. Ist doch klar. Du hast mir auch schon oft geholfen. Sozusagen eine kleine Revanche. Danke dir. Wirklich lieb von dir. Weißt du was, ich brauche so viel Geld jetzt. Mhm. Ich brauche deswegen diese Hochzeit. Ein Kleid kostet über 300 Euro. Die Papiere, Bürokratie, Wahnsinn. Jeder Zettel, so viel Geld, so viel Zeit. Und meine Familie ist gerade nicht so klein. Von Bukarest nach Wien hin zurück, das ist sicher über 1000 Euro wird kosten. Wirklich, das ist so alles, mich macht so fertig. Ja, da schon her. Kommt schon unser erster Hochzeitsfinanzier. Mhm. Hallo. Hey, Süßer. Na, wo hast du denn deinen Freund gelassen? Der kann nicht kommen, der ist von der Polizei verhaftet worden. Scheiße. Ach, und na, wie ja. Schaut mit uns drei? Na, dann machen wir was zu dritt. Na klar. Na. Du bist so schüchtern. Schön heiß bei dir da drin, ha? Hui, Desben, ihr Mann konnte euch vergiften, nicht den anständigen Bruder. Was will ihr bei der Sache? Verdammte Lesben, die vermehren sich wie die Kaninchen. Gott sei Dank ist meine Tochter brav. Mama, was ist los? Was ist los? Frag
die Weiber, was ist da los? Eisperren sollte man sehen. Weißt was, wenn du mir nichts sagen willst, dann sag lieber gar nichts. Ich habe genug eigene Probleme. Wir gehen einkaufen. Ich brauche dich sowieso. Okay. Setzen wir uns da. Mama, jetzt sage mal, was war jetzt wirklich mit den beiden? Das sind verdammte Lesben. Schade um den Ehemann. Du diskriminierst die beiden. Soll ich noch diese Perversität unterstützen? Mama, ich weiß, unter dem Hitler war alles anders. Können wir jetzt bitte einkaufen gehen? Gleich. Entschuldige, dass ich hier so hereinplatze, aber ich wollte mich für meine Mutter entschuldigen. Ja, Stefanie, komm doch rein. Das ist die Jacqueline. Jacqueline, die Stefanie ist die Tochter von unserer Nachbarin da drüben. Hallo. Komm weiter, wir trinken gerade Kaffee. So schrecklich leid. Da kannst doch du nichts dafür. Ältere Menschen reagieren oft so. Das hören wir schon gar nicht mehr. Seid ihr schon länger zusammen? Eigentlich erst seit ganz kurzem, aber bitte behalt's für dich. Ja. Ich bin mit meiner Freundin schon seit 3 Jahren zusammen. Und deine Mutter weiß nichts davon? Was glaubst du denn? Na, so wie sie uns beschimpft hat, möchte ich aber nicht in deiner Haut stecken. Mutter ist keine böse Frau, aber bei dem Thema dreht sie völlig durch. Ja, und zu deiner Freundin kannst du nicht ziehen? Ich studiere noch und meine Mutter unterstützt mich. Aber ewig wirst du nicht von ihr abhängig bleiben. Naja, zumindest noch ein Jahr. Aber nach dem Studium, dann gehe ich arbeiten und dann können wir in eine Wohnung ziehen. Ja. C'est la vie. Vielleicht treffen wir uns ja in dem Lesbencafé. Ich würde euch so gern meine Freundin vorstellen. Ja, gern. Aber am Abend geht's halt nicht. Wegen... Verstehe, das Kind. Aber an den Wochenenden hat es auch tagsüber offen. Also ihr könnt das Kind sicher mitnehmen. Ja, klar. Ich meine, wenn die Julia nichts dagegen hat. Nein, gerne. Aber schön, schön langsam müssen wir jetzt weg. Also es hat uns echt gefreut, dass du vorbeigeschaut hast, Stefanie. Okay. Ja, dann melde ich mich bei euch. Bitte. Ja. Und nochmals entschuldige. Kein Problem. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, wir wollten ja deine Freundin kennenlernen. Wo ist sie? Sie ist krank, sie liegt im Bett. Oh je, die Arme. Das ist mal schade. Aber wichtig ist, dass du uns nicht den Stich lassen hast. Damit ihr mich in denselben Topf werft wie meine Mutter. Aber okay, der Sauerkartoffel ist ja eh schon voll. Erzähl, was ist so los hier? Einmal das Cola. Scheiße. Dann die 2 Kaffee. Dankeschön. 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 Bitte. Weitergehen. Was meinst du?
Ich habe keinen Bock mehr, dich mit anderen zu teilen. Ich kann Marcel von dem einen auf den anderen Tag nicht verlassen. Ey, wir sind seit über einem Monat zusammen. Und was ist ein Monat im Vergleich zu 3 Jahren? Ach, so lange brummst du schon. Aber hallo? Eine Beziehung besteht nicht nur aus Sex. Ja, putzen will ich bei dir aber nicht. Ich habe weder von Putzen noch von Kochen gesprochen. Dafür habe ich Personal. Aber ab und zu koche ich tatsächlich mit Marcel. Und anschließend wird sauber gemacht. Du als Putzmann in so einer Pracht von Villa, kann mir nicht vorstellen. Anscheinend kannst du dir vieles nicht vorstellen. Können wir noch ein Glas Wasser haben, bitte? Warte kurz mal. Julia? Schön, dass du dich noch an mich erinnerst. Schöne Männer vergisst man eben nicht so schnell. Dasselbe gilt natürlich für schöne Frauen. Aber keine Angst, ich bin mit meinem Freund da. Dann setz dich mit dem Marcel doch zu uns. Aber es ist nicht Marcel. Naja, manche Männer halten eben nicht länger als ein Handy. Es ist nicht so, wie ihr glaubt. Es ist ja nur ein Freund. Aber wenn ihr nichts dagegen habt, dann hole ich Simon dazu. Ah, eigentlich wollte ich mit den zwei nicht alleine reden. Aber meinetwegen, wenn Julia und Jacqueline nichts dagegen haben, bitte. Naja, ist nicht so neugierig. Simon! Hallo. Hallo. Ihr seid also Stammgäste hier. Schau mal so aus. Offensichtlich. Ihr seid hier schon mit. Seid ihr öfters hier? Nur, ja, sage ich auch noch, um mich interessanter zu machen. Simon, lass das bitte. Kann doch mal einen Spaß machen, oder? Ist sie okay? Wir wollten eigentlich eh schon gehen. Aber ist da doch was gekommen? Ja, ich wollte euch jetzt nicht vertreiben. Nein, nein, keineswegs. Wir müssen sowieso Julias Sohn, also den Alexander, abholen. Ach ja, auf den Kleinen habe ich ja ganz vergessen. Was macht ihr denn mit ihm, wenn ihr unterwegs seid? Ja, heute ist er bei einem Freund von meinem Mann, die spielen sicher wieder Mikado. Hey, das war mein Lieblingsspiel. Wusste ich gar nicht. Ja, wenn ich für dich immer ein Sexobjekt bin, dann. Simon, lass das bitte. Das ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort. Julia, wenn ihr geht, dann gehe ich auch gleich. Ich muss für Claudia noch etwas aus der Apotheke holen. Das ist aber schade. Das wäre ein kurzes Vergnügen. Ja, wenn sie öfter da sitzt, dann sehen wir uns sicher. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Baba. Ich dachte, du hörst auf. Jetzt, wo der Felix im Gefängnis ist, bekommst du auch ihr Geld vom Sozialamt, oder? Steh mir deinetwegen da. Meinetwegen? Ja, deinetwegen. Ob das glaubst du oder nicht. Ich will nicht, dass du allein auf der Straße stehst. Das ist mein Problem. Nicht ganz. Nicht mehr. Ich verstehe dich nicht. Ja, bin ich dir denn völlig wurscht? Nein, das nicht. Aber was hat das damit zu tun? Ja, das macht mich halt krank vor Sorge. Weißt, das ist echt nur eine Frage der Zeit, bis dich von einem neuen Beschützer fürchten musst. Und stell dir vor, du rennst am Verrückten ins Messer. So ein Leben ist einfach zu gefährlich, Jacqueline. Ja, was soll schon groß passieren? Ich mache das schon so lang und ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Weißt, ich habe mich eh schon entschieden. Ich will dich nicht im Stich lassen. Ich verkaufe mein Sommerhaus. Und wir machen mit dem Geld ein Lokal auf, ja? Wirklich? Ja. Und dann öffnen wir einen Luxuspuff mit Wintergarten und roten Tapeten. So wie im Film Pretty Baby.
Na, Kapuff, bitte. Gemütliches kleines Café. Mit all unseren Lieblingssachen, allem drumherum. Und wenn dich jemand von früher kennt und zu viel rät, dann schmeiß man raus. Komm, ist das wirklich ernst? Tod ernst. Thank you.